Genau, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Daumen dabei. Good Dog. Und wir gucken uns heute an, For Color Tempo gegen Barnd Beanstalks. Es ist nicht ganz Barnd. Es ist theoretisch For Colors, hat, glaube ich, den For Iolingas drin. Also eine rote Karte und deswegen zwei rote Länder. Ich glaube sogar nur ein rotes Land. Oh, das ist greedy. Und manchmal bleibe ich mit Sideboard noch was wegen Blast und so. Boah. Aber ansonsten, es ist nicht die Liste, die ich am Anfang des Jahres mal gespielt habe, die so unheimlich 0-3 in Herne, 0-5 beim FNM gegangen ist. Die Superliste. Aber sie ist schon näher dran. Spricht, glaube ich, Uro statt St. Catherine und so. Ah. Auf der anderen Seite, For Color Tempo. Das Deck von mir, vom Eternal Weekend, was ich damit gemacht habe. Decktags sind übrigens beide oben. Könnt ihr mal unten in der Beschreibung gucken. Ist das der, Time Walk Spell, oder? Ja, der zweite von hinten, ne? Mhm. Das ist auch so dumm. Bubble Trigger. Dieser Miracle Time Walk. Eine gute Karte. Genau, For Color Tempo hier einen Ruck Delver. Ohne Delver und dafür mit Bowmaster. Bowmaster und dem, oh, wie heißt der nochmal? Der Typ, der Adventure kann und nicht Brazen Borrower ist. Ja, genau, der Questing Druid, dafür den grünen Splash. Da kommt das Wasted Lando. Das natürlich, wenn Barnd Beans auf zwei Mana nichts macht, ist das schon spannend. Mhm. Ist wahrscheinlich, um irgendwas rauszuziehen, noch ein Brainstorm. Ja, dann Combat. Dann kommt da Fourth Earling. Lorien's Reveal. Lorien's Reveal. Die beiden Karten, ey. Fourth Earlingas und Lorien's Reveal. Das sind so die. Ja, ich glaube, damit habe ich angefangen. Mhm. Trigger, Force of Will geht weg. Damit hat man vier Kartentypen im Friedhof. Und dann geht man in den Combat. Denn was hier passiert ist, man hat Mana im Pool, sagt, ich gehe in Combat. Mhm. Und. Warum ist die Kreatur enttappt? Ich glaube, das war alles noch pre-cool. Ach, weil der Ponder gar nicht resolved wurde, das wurde nur gescribed. Naja, auf jeden Fall, man geht in Combat. Der Mensch, der noch Mana im Pool hat, nutzt dieses Mana, indem er irgendwas spielt. Und dann ist man nicht in Combat gegangen. Nee. Man ist immer noch in der Main Phase 1, was dazu führt, dass man sowas wie Ponder noch spielen kann. Jupp. Schöne Tricks. Am frühen Morgen. Mhm. Oh, Life in the Zone. Natürlich bitter, wenn ich da auf der Hand noch ein Wasteland sehe. Ja. Und Bowmaster. Das jetzt natürlich. Okay, das Wasteland macht jetzt halt eigentlich gar nichts, außer dem ein bisschen Time Walken, weil die Länder hat er. Und Bowmaster ist natürlich spicy. Mhm. Ja, das Loam dredgest du jetzt nicht. Du hast die Länder auf der Hand. Nee, du hast die Länder auf der Hand. Rest ist relativ egal. Oh, St. Catherine. St. Catherine dran. Ja, das kann passieren. St. Catherine und Dings mit drin. Cup und Uro, ja. Bowmaster? So, da wird auch schwarz gefälscht. Vermutlich kommt hier der Bowmaster. Bowmaster und dann wahrscheinlich eventuell ist da Daze mit drin. Ja, Daze auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ein Delver-Deck, nur halt ohne Delver. Dann könnte man theoretisch schon überlegen, ob man Daze. Gut, Tokens. Und dann, yes. Da wird ein Daze genommen für das Schwarze. Und das ist dann richtig. Das muss geforced werden. Und da ist noch ein Force, aber kein Blue Pitch mehr. Das sind drei Länder auf der. Nee, zwei Länder Bowmaster auf der. Uff. Das ist schwierig. Gegen St. Catherine ist schlecht. Ja, und man hat den Trigger vom Dragon Rage noch vergessen. DRC vergessen. Ja. Ja, Woodcard, glaube ich, auch realisiert. Realisiert. Da ist ein Ponder. Ich glaube, da pondert man einfach, oder? Mm. Trigger. Man braucht keinen Daze zu fürchten. Nee. Da ist ein. Da ist ein Ziel. Da ist ein Ziel. Seal of Cleansing. Ja. Und der Druid. Da kann man natürlich die Bubble unter den Druid legen, nächste Runde den Druid spielen und Dinge tun. Das ist natürlich geil. Ja. Sand nice. Clean, Trigger. Ja, Liste drauf. Ja, ne? Seal of Removal. Vor allen Dingen St. Catherine ist auf der Hand richtig bad. Ja, sie kostet immer noch nur 5 Mana. 5 Mana ist nicht so viel. Ja, aber der Gegner hat halt auch Wasteland. Ja. Dann Beat für 5. Gibt man auf 6. Oh, ich liebe das Deck einfach. Es ist so ein schönes
schönes Agro-Deck, was wirklich schön ins Gesicht geht. Man kann jetzt auch einfach sagen, Schwein gehabt, weil ich glaube, die kriegt man sonst nicht los. Nö. Ist da Brazen drin? Ja. Oh, dann hat man sogar noch. Ein Brazen drin oder zwei Brazen, glaube ich sogar. Und vier Bolts. Ja, okay, Doppelbolt macht halt auch was. Ja, aber ist halt eigentlich macht halt auch vor allem keinen Spaß. Nee, das ist. So, da hat man dann jetzt ein. Man geht nicht auf Druid Mana. Spannend. Okay, da wird ein. Auf den Dios? Solitude, ja. Ja. Dann. Hier den Lone Survivor. Ja, würde ich wahrscheinlich. Oh, man hat Druid Mana, weil man ja rot hat. Klar. Ja, ja, man hat rot. Klar. So, Fetchland, genau. Ja. Dann machen wir. Und. Double Fetch. End of Turn. Ah! Aber was willst du denn haben? Ja, da wurde, glaube ich, kurz geguckt, ob der. Der Dingspell. Der Turnspell wäre halt richtig cool. Also, Insel-Turnspell wäre halt wirklich gut. Ja. Der Turnspell wird aber beim Casten exiled. Ja, stimmt. Dann wäre er gar nicht im Friedhof. Aber ansonsten. Wahrscheinlich sind zu viele Länder drin. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich Finning. Der hat wahrscheinlich noch ein Land auf der Hand oder so. Ja. Ja. Land und Force. Da muss auf jeden Fall was Gutes kommen. Ist das ein Force? Ja, Force of Negation. Boah. Da scheint da was mit Mana gefunden worden zu sein. Uro. Sieht zumindest danach aus. Blau, grün, irgendwas. Ja, Uro. Ja. Bowmaster. Piu, 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 piu. Bom, bom, bom. Eins ins Gesicht. Dann zieh mal deine Karte und krieg mal drei Leben. So vier. Dann piu, piu. Und vier, vier Ork. Ja, da das ist ein Ork. Mehr viel. Hey, das ist rum. Das ist rum. Das ist ein Ponder für den Selbstmord. Jo. Harakiri! Ja. sehr, sehr cool. Das zeigt aber, wie gut dieses Vorkeller-Tempo-Deck einfach ist. Ja, Silo. Wofür soll man Delver spielen? Was ihr auf jeden Fall machen könntet, wäre den Channel abonnieren. Oder, wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne bei YouTube-Membership oder Patreon machen. Patreon-Sendungen, Thalia-Tier gibt es mittlerweile demnächst eine kleine Änderung, und zwar ein Thalia-Plus-Tier, das nochmal ein bisschen drüber geht. Und ja, wenn das was für euch ist, vielleicht auch das Supporter-Tier, das Fan-Tier für irgendwie, ich glaube, 3 Euro oder so, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen und guckt da mal rein. Werbung Ende. Immer Werbung Ende. So, wir haben einen Mulligan bei Beans. Und Sideboarden ist, glaube ich, wirklich richtig einfach. Du nimmst Blasts mit rein? Genau, also man könnte rote und blaue Blasts nehmen an Bart Beans Stelle. Ja. Auf der anderen Seite ist halt oftmals, man sagt ja immer, man will ja Forsophils rausnehmen, weil sie schlecht sind. Mit Beanstalks sind sie halt nicht schlecht. Sie sind, ja, bei einem Beanstalk sind sie mittelmäßig, mit zwei Beanstalks sind sie halt gut. Danach sind die gut, ja. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man hier Forsophils rausnehmen kann. Ich kann mir vorstellen, dass hier im Sideboard noch ein bisschen Removal drin ist. Also sowas wie nicht Swords, sondern Endings? Endings, genau. Endings vielleicht mit drin. Da ist ein Blue Blast. Ein Brainstorm. Ja. Genau, das ist ja, irgendwas in der Richtung. Und an Four-Color-Tempo-Stelle ähnliches Prinzip. Man hat Red Blast, die man reinnehmen kann. Einen oder zwei Blue Blast. Ich glaube, Blue Blast habe ich einen im Sideboard, den kann man nehmen. Ist die Frage, ob man den überhaupt reinnehmen will. Ja. Ach, verdammt, da war ein Land. Man kann es ja mal probieren. Ja, ja, manchmal funktioniert das. Wenn man jetzt der Assi ist, kann man theoretisch sogar auch einen Wasteland schmeißen, wenn man mal Zeit hat. Ja. Land Seal, go. Diese latente Drohung von Spiel was, komm. Kein Landfall. Der war böse. Und da lauert der Baumaster. Ja, vor allem lauert auch der Druide. Das auch. Ja, End of Turn, Fetch auf. Grün. Grün und dann. Einmal Druiden, Druidika spielen. Die Frage, ob du den schon forcen musst, weil eigentlich
kannst du den nicht durchkommen lassen. Ja, ja, der muss eigentlich geforst werden. Wenn dann Forst auf der Hand ist. Oh. Red Blast und DRC, das sind natürlich ganz nice. Dann DRC. DRC, jupp. Und dann Bubble Trigger. Bubble, ja. Und dann kann man theoretisch auch den Red Blast, wenn man jetzt nichts mit dem Mana machen kann, den Red Blast auf Something spielen. Ja, da würde ich wahrscheinlich, ja, kann man machen. Einfach nur für den Trigger, je nachdem, was halt oben war. Aber man hat nicht gemillt, also von daher will man die Karte. Da sieht man ein gutes Land. Das ist was gute getappte Land. Mystic Sanctuary, man sagt einfach go. Das ist halt auch so bitter, vor allen Dingen, wenn du jetzt. Ja, man hat ja den Baumaster gesehen, deshalb hat man jetzt auch nicht den Blablablast irgendwas gespielt. Was halt jetzt bitter wäre, wenn jetzt ein Wasteland käme. Also Wasteland wäre jetzt halt devastating. Dann nimmst du einfach die Sanctuary und der kotzt im Strahl. Ja. Das wäre halt richtig gut. Obwohl, nimmst du das Sanctuary oder eben nicht? Weil der hat jetzt kein Blau. Nee, das Sanctum hat Blau. Ja, ja, aber wenn du jetzt Wasteland hättest. Ich würde wahrscheinlich das Sanctuary wegnehmen. Aber ja. Vorher kein Blau. Da ist der Druide. Da wird erstmal geguckt. Dann kommt der Druide. Weil man will ja erstmal gucken, ob da ein Terminus kommt. Ja, stimmt, bevor man overextendet. Ja. Und dann, ja, man baut mal ins Gesicht. Ja. Marke, Trigger, weg. Wer braucht schon Murktide-Regenten? Das war greedy. Ja, hier geht es nur noch darum, wer jetzt eine Geschichte hat. Es ist noch ein Bolt auf der Hand. Es sind 5, 6, 7, 10 Damage genau auf dem Board. Da passiert gar nichts mehr bei Beans. Es sind 10 Damage genau auf dem Board mit dem Bolt. Und ja, dass da nicht mehr viel passiert. Da kommt ein Life-Runner rum. Aber das wird zu spät sein. Das wird wirklich, wirklich zu spät sein. Ich meine, da könnte noch sowas wie ein Solitude lauern, glaube ich, ganz hinten in der Hand. Das glaube ich noch ein da Solitude. Ist man aber trotzdem bei 3, 4, 5, 6. Dann hat man noch ein Leben. 3, 6, 8 bisher. Also 8 Damage, wenn der Ding genommen wird. Da wird Joker schon discarded. Ja, den Brainstorm kannst du dir im Leben nicht erlauben. Da ist noch ein Druide. Mhm. Also man kommt sogar noch Overhead. Comet. Jo, ne? Dann mal in. Da muss man schauen, was passiert. Für ein blaues. Blue Blast? Oh ja, Blue Blast. Würde ich noch den Trigger mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Oder du sparst dir den Bolt auf und spielst den in seinem Zug den anderen Druiden als Adventure. Es wird halt gerade durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 8 Damage nur. Man kann jetzt natürlich auf den Druiden gehen. Trigger. Mhm. Und hoffen, dass man noch ein. Oh, man guckt nicht nach. Wasteland und Honda. Ja, kriegt man noch 1, 2, 3, 4, 5 Damage. Jupp, dann geht man auf 5. Dann zweite Main Ponder. Ponder, Trigger. Und das Wasteland noch knallen. So wichtig, das Wasteland noch knallen. Ja, dadurch, dass man den Uru kennt, muss man das Wasteland schmeißen. Auf jeden Fall. Wasteland, die blau-grüne Quelle. Oh, hier hätte man schon fast die weiß-grüne Quelle nehmen können, oder? Damit er einfach keinen Weiß hat. Für Terminus oder irgendwas in dieser Richtung. Ja, so hätte man hier Weiß, glaube ich, machen müssen. Ja. Auch damit der Uru nicht kommt, weil dann hast du keine. Obwohl blau-grün hättest du so oder so gehabt. Genau, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, also das Weiß-Grüne wäre hier, glaube ich, das bessere Target gewesen. Ja, das die Drop, die ist halt interessanter. Der Move da ist halt auch einfach nur noch, ich guck mal, ob ich nicht sterben könnte. Mm, da wird nur noch gehofft, vor allem, dass man nicht stirbt. Ja. Das Wasteland am Anfang war
So gut. Gerne mal entscheiden. Wasteland? Ja, vor allem, weil man halt ja auch Ding hatte. Life and Love. Ja, ja. Deswegen, und wenn man. Die Hand war wahrscheinlich live zwei Länder. Ja, da kam Wetschland, das ist um. Ja, 2-0 für 4-Color Tempo. Das war eine Menge. Das war ziemlich cool. Das hat einfach gezeigt, wie stark dieses Deck einfach ist. Yep. Und ja, wie gesagt, schaut mal in die Beschreibung, da könnt ihr ein paar der Deck-Decks sehen. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.